herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen und herzlich willkommen zu einem neuen Temu-Haul. Ich habe wieder allerhand bei Temu bestellen dürfen. Das wird mir netterweise kostenlos zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Und ich möchte euch natürlich nicht vorenthalten, was ich mir diesmal in der Kategorie Reise. Wenn auch ihr mal bei Temu einkaufen möchtet, dann nutzt den Code, der gleich hier eingeblendet wird oder der jetzt gerade hier eingeblendet ist. Oder den ihr auch dauerhaft in der Infobox nachlesen könnt, genauso wie der Link da vorhanden ist, wo ihr zur Temu-App kommt, die ihr euch kostenlos runterladen könnt. Genau, mit diesem Code könnt ihr ein 100-Euro-Gutscheinpaket bekommen, wo ihr nach Lust und Laune bei Temu einkaufen gehen könnt. Der Code ist für Neukunden definitiv gültig und bei Bestandskunden gilt er nur, wenn ihr so einen Code noch nie eingelöst habt, sei es von mir oder von anderen. Jetzt habe ich hier einen Haufen Utensilien, die mir hoffentlich den Kindern, meinen Eltern und irgendwann mal vielleicht meinem Mann, wenn wir mal zusammen in Urlaub fahren oder so, die Reise erleichtern. Die Kinder fahren ja alle jetzt nacheinander mit Oma und Opa in den Urlaub nach Frankreich und ich fahre im Oktober mit den Kindern für 3 Wochen in die Mutter-Kind-Kur. Und dafür habe ich schon mal vorgesorgt und vorgedacht und überlegt, was könnte mir die Reise erleichtern und auch den Platz erleichtern. Und jetzt ist schon wieder der Akku leer. Akku gewechselt, es tut mir leid, das ist das zweite Mal heute. Ich glaube, ein Teil ist nicht dabei für die Arbeit. Zwei Teile. Ein Teil ist nicht dabei für den Urlaub, das ist für die Arbeit. Zwei Teile. Die hole ich raus. Die mache ich zum Schluss. Was ist das? Okay, ja, jetzt fällt sie wieder ein. So. Na, Mutter-Kind-Kur ist ja kein Urlaub, ne? Ist ja harte Arbeit. Aber der Rest sollte für Urlaub und Mutter-Kind-Kur sein. So, die zwei habe ich aussortiert. Passt. Taschen, Taschen, Taschen kann man nicht genug haben. Man braucht genug Staufläche und das am besten so klein wie möglich. Wir sind zu viert, also ne, die drei Kinder und ich, in einem Auto für knappe 9 Stunden Fahrt und 3 Wochen Aufenthalt. Dann ist die Sache, wir fahren im Oktober. Oktober kann es noch warm sein. Kann aber auch eiskalt sein. Vor allem im Bayerischen Wald, wo wir hinfahren. Das heißt, ich muss lange sowie kurze Kleidung einpacken, was mich wieder eine Herausforderung bringt, Platz. Ne? Also ich muss lang und kurz einpacken und ich bin ja mittlerweile Kur erfahren. Ja, ich weiß, da gibt es Waschmaschinen. Beim letzten Mal musste ich pro Waschmaschine 5 Euro bezahlen. Das war der Hammer. Ja, du musst waschen, das ist klar. Aber ich muss auch einiges einpacken. Zu viel einpacken ist auch kacke. Aber diesmal möchte ich es probieren mit Vakuumbeuteln. Ich möchte probieren, so viele Klamotten, vor allem die Winterjacken, die wir mitnehmen müssen, einzuvakuumieren. Jetzt wollte ich aber nicht auch noch einen Staubsauger mitschleppen, damit ich die Beutel quasi Luft absaugen kann. Das sind die, die du einrollst oder wo du dich drauflegst und dann den Verschluss zumachst. Hier sind auch so Verschlussclips bei. Da bin ich mal gespannt. Die Beutel sind relativ groß, was mich freut. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Es sind 10 Beutel. Ich hoffe, ich kriege hier viel rein. Man kann natürlich auch die Kleidung hier reinpacken und einvakuumieren. Der Mann hat zwar gesagt, ich kriege sein Auto. Der hat natürlich einen größeren Kofferraum, wie ich den habe. Ich würde aber auch gerne mit meinem Auto fahren. Also ich hätte nichts dagegen, mit meinem Auto zu fahren. Er hat halt nur 3-mal so kleinen Kofferraum, ne? Und erfahrungsgemäß, beim letzten Mal war ich mit meinem alten Auto da, es war ein Kombi, das hat gerade so gepasst. Und davor das Mal war ich mit meinem Safira da, mein Mann hat auch einen Safira, einen neueren, und das war echt eng, aber da musste ich noch einen Kinderwagen mitschleppen, also das war richtig eng. Ich habe hinter den Sitzen alles vollgepackt, also da war nichts mehr an Staufläche übrig. Naja, so, aber mit den Vakuumbeuteln hoffe ich, dass ich viel Kleidung klein zusammengepresst kriege. Mach weiter. Ganz klein zusammengepresst, genau, ist doch ein gutes Stichwort. Ich habe Regenschirme mitgebracht, so 2 Mini-Regenschirme. Annalena und Niklas haben Schirme schon. Und der Luca kommt ja jetzt in die Schule und kriegt einen Schirm in den Schulranzen. Und dann gab es bei Temu Mini-Regenschirme. Jetzt bin ich auf die Handhabung gespannt. Also ich habe einmal in Blau für den Luca und einmal in Rosa für mich. Bin ich mal gespannt. Jetzt haue ich mir bestimmt hier alles platt. Wie einfach diese Handhabung ist mit dem Auf- und Zumachen.
wenn ich überhaupt rausfinde, wie das funktioniert. Also ja, einfach ne? Wie ein Schirm. Oh, das ist aber... Ah, doch. Ne? Wie ein Schirm halt so ist. Ich hatte leise Hoffnung, dass das ne? Knöpfchen auf und Knöpfchen zu ist nicht. Ja, aber ich finde den schick. Von unten ist er schwarz. Kann man auch als Sonnenschirm nutzen. Ne? So, jetzt wo die Sonne rauskommt. Einfach wieder Knöpfchen drücken. Und der Schirm klappt sich einfach zusammen. Kann ich jetzt nicht sagen, aber die müssen sich ja auch erstmal einarbeiten, ne, die Schirme. Oh Mann. Kann ich die Sache auch schön reden. Also ich glaube, für einen Sechsjährigen ist das nicht geeignet. Das ist eher so ein Erwachsenenschirm. Bleiben wir dabei. Schatz, brauchst du einen Regenschirm? Okay. Zwei Mini-Regenschirme, die wirklich schön mini sind, aber nicht für den Sechsjährigen geeignet, würde ich jetzt mal so knallhart behaupten. Deswegen stellen wir die mal auf Seite. Taschen. Ich habe 1000 Millionen Taschen. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele Taschen. Irgendwann verliert man auch den Überblick an Taschen. Was ist das eigentlich? Ich habe hier eine Tasche mitgebracht. Das werdet ihr heute öfters von mir hören. Ich weiß nicht, was für einen Sinn diese Tasche gekriegt hat von mir im Gedanken, wo ich sie in den Warenkorb gelegt habe. Sie ist rosa, da steht Travel drauf. Ich weiß nicht, ob das kann sein, dass das für Elektrokabel und Zubehör gedacht war. Da sind Gummibänder drin, hier sind so Netze drin und da ist ein Reißverschluss drin. Kann sein, dass ich die eingepackt habe für die ganzen Ladekabel, die man ja so zwingend mal braucht bei 4 Personen. Und wenn jeder ein Gerät dabei hat. Möglich. Kann aber auch sein, dass es nicht dafür gedacht war, sondern für was anderes. Und mir fällt das eventuell noch ein, weil ich habe hier noch eine Tasche. Die hat 2 Rand. Unten, oh, guck mal. Kannst du auch als Handtäschchen nehmen. Aber ich glaube eher, dass das diese Kabel-Organizer-Tasche war. Ja. Mir fällt das erst wieder ein, wenn ich für euch, für dieses Video, mir die Screenshots hole von den Produkten. Dann sehe ich wieder, wofür es gedacht war. Wie gesagt, kann sein, dass es für Ladekabel und Stromkabel und Stromanschlussdinger und irgend sowas gedacht war. Kann aber auch sein, dass ich mir gedacht habe, oh, die ist hübsch, die packe ich jetzt ein. Weiß ich nicht, denn ich habe hier noch eine Tasche. Braucht jemand Taschen? Der mag sich bitte bei mir melden. Sie sieht so aus, hat auch wieder ein Travel-Symbol auf dem Dinge. Aber das könnte die Dokumententasche sein, genau. Die Kinder verreisen natürlich nicht ohne ihre Dokumente. Und damit meine Mutter alle Dokumente und Einwilligungserklärungen und Vollmachten in einer Tasche hat, habe ich so eine Travel-Tasche gekauft. Andere kaufen ja Travel-Taschen für Flugtickets, Reisepässe und so. Nee, ich packe hier wirklich die Ausweisdokumente und die Vollmachten und die Einwilligungen und Krankenkarten. Da muss man auch wieder eine spezielle Vollmacht ausfüllen. Das kriegen die alles hier rein. Und dann wissen sie genau Bescheid, alles klar. Hier sind die Kinder. Wenn was passiert, haben sie alles griffbereit und können dann sofort handeln. Genau. Aber das war nicht die letzte Tasche. Ich habe natürlich noch mehr Taschen. Und die Tasche habe ich sogar direkt zweimal. Und das ist ein Toilette Repatch. Ja, ein Toilettenorganisator. Ein Hygienebeutel. Nee, Hygienebeutel würde ich das auch nicht nennen. Ich würde das ein, ja, da tut eine Zahnbürste, Duschgel und so ein... Kulturbeutel. Danke, Mann. Kulturbeutel. Kulturbeutel. Na, schon fehlen mir die Worte. Das ist er. Ich habe den in 2 verschiedenen Designs geholt. Dass die Kinder die auch eventuell unterscheiden können. Ich habe noch einen, der hat aber noch mehr Täschchen zum Aufklappen. Gibt es auch bei Temu, habe ich nicht bei Temu gekauft, aber gibt es dort. Hier ist allerhand Platz
für wirklich viel. Und ich finde es auch gut, dass hier dann so verschiedene Staufächer und Täschchen drin sind. Den kann man aufhängen, ne? Also wenn die Haken haben, ansonsten nehme ich Klebehaken mit, kann man die im Badezimmer, jetzt in der Kur zum Beispiel, aufhängen, hat alles griffbereit. Und wenn es dann ganz schnell nach Hause geht, weil wir keinen Bock mehr haben nach 3 Wochen ohne Papa, dann einfach einklappen, Reißverschluss zu, ne, Klettverschluss ist das, cool, zu und ab in die Tasche. Nicht einvakuumieren, wenn da bitte Shampoo und so drin ist. Richtig, also habe ich hier zweimal, ich habe noch eine, habe ich dreimal, reicht für uns 4 volle. Und genau, auch jetzt, wenn die Kinder in den Urlaub fahren, kriegt jeder so ein Täschchen mit. Dann haben die alles an einem Platz. Und wenn die dann nämlich ins Duschhäuschen gehen, weil die fahren auf den Campingplatz, dann können die Täschchen mitnehmen, können sich das an die Dusche dranhängen und dann sind die fertig. Dann haben die alles. Finde ich toll. Da wir gerade bei Taschen waren, gibt es natürlich noch mehr Taschen. Auch die habe ich zweimal mitgebracht. Wobei ich mir wirklich am Überlegen bin, warum? Sieht schön aus, packe ich ein. Ja, das war mein Motto heute. Taschen kann man ja, ne? Aber ich bin eine Frau. Und Taschen kann man immer. Eine Tasche ist dabei, die kann auch der Mann benutzen. Da freut er sich schon den ganzen Tag drauf, bis ich fertig bin mit dem Video, dass er die Tasche nutzen kann. Ja, ich habe jetzt zwei Kulturtäschchen auch, würde ich sagen. Vielleicht für Schminke, Haaraccessoires. Ja, erfahrungsgemäß werde ich mich nicht viel schminken in der Kur. In der letzten Kur habe ich, glaube ich, die ersten 3-4 Tage durchgehalten, mich voll zu schminken. Und dann habe ich es gelassen, weil dann geht ihr komplett in Sport über und dann läuft ja die Suppe nur so runter. Vergesst es, macht es nicht. Lidschatten reicht. Auf jeden Fall zweimal, keine getrennten Taschen da drin, einmal durchgehend. Aber wie gesagt, für ein bisschen Make-up, Haaraccessoires, ja, ne, oder Kleinzeug, ne? Kleinzeug, damit das nicht in der Reisetasche rumfliegt, packt es in Taschen. Zur Not macht ihr noch ein Beschriftungslabel drauf, ne? Fertig. So. Taschen. Ich weiß nicht, was mich hier geritten hat. Also ich habe auch beim Auspacken des Temu-Beutels habe ich echt überlegt, was ist das? Und dann musste ich echt nochmal gucken, was ist das? Dann habe ich geguckt, habe rausgefunden, was ist das? Und dann habe ich überlegt, warum? Eigentlich bescheuert, aber eigentlich auch richtig schlau. Man muss nur daran denken, sich diese Dinge einzupacken. Das sind wasserdichte Päckchen. Nein, die sind nicht zum unterwegs, ich muss mal auf Klo. Die sind, wenn dieses Ding sickennass ist, ja, also richtig, richtig durchgenässt, weil ihr gerade in der übelsten Regenschauer wart, dann könnt ihr, wenn ihr sowieso keine Nerven mehr habt, weil ihr versucht habt, den Schirm einzuklappen, versuchen, diesen nassen, ekligen Schirm in dieses Beutelchen reinzukriegen, damit ihr eure Handtasche von innen nicht nass habt. Haben wir da Bock drauf? Ich weiß es nicht. Werde ich es mitnehmen? Ja klar, jetzt habe ich es hier. Aber es ist schon praktisch, aber ich weiß jetzt schon, dass mir da echt die Nerven durchgehen werden, wenn ich dieses klatschnasse Dinge nicht hier reinkriege. Idee war da, ob die Umsetzung klug ist, sehen wir bei der Umsetzung. So, nächste Tasche. Oder Taschen. Ich habe Schuhbeutel besorgt. Schuhe gehen ja meistens mit ins Gepäck rein. Und damit dreckige Schuhe nicht alles versauen, habe ich mir gedacht, nimmst du eine Tasche. Es gibt ja Schuhe, oh, die riechen aber. Okay. Kann man ja, jetzt krieg ich Kopf. Nee, krieg ich nicht. So, die riechen ein bisschen, aber ich glaube, der Käsegeruch in den Schuhen oder von den Schuhen gleicht das aus. Nein, ich lasse die noch ein bisschen ausdünsten draußen, dann geht's. Ja, hier könnt ihr eure Schuhe reinpacken, dann wird eure frische Wäsche auch nicht verschmutzt. Finde ich eine geile Sache. Kann man hier oben auch praktisch zubinden. Weiß ich nicht, wie groß die Schuhe sein dürfen. Ich werde das gleich mit der Schuhgröße 45 mal ausprobieren, ob man die noch zubinden kann dann oder ob der Sack dann offen bleiben muss oder ob die Schuhe dann hinterherlaufen müssen ohne Sack. Ich weiß es nicht. Hier in dem Paket waren jetzt 2, 4, 6, 8, 10 Beutel. Reicht, ne? So, die nächste Tasche. Ich
Ich werde ja in der Kur mit den Kindern auch mal Wanderungen machen. Ja, tatsächlich mache ich das, aber nur in der Kur. Und da hat sich in den letzten Jahren gezeigt, nimmst du mal ein Pflaster mit. Wer weiß, was so passiert im Wald oder so. Und wir sind ja im Bayerischen Wald, da ist ja viel Wald. Und damit das klein und handlich, ein paar Pflaster hier rein oder ein bisschen Desinfektionsmittel zum Wundenversorgen unterwegs, habe ich mir so ein Meditäschchen, ne? So ein kleines First Aid Patch, ja. Kann man so ein bisschen was reinpacken, hat man immer griffbereit, finde ich gar nicht so verkehrt, auch wenn man hier mal so unterwegs ist, vor allem ich tue mir ja auch gerne weh an den Fingern oder so und hat man das gerne griffbereit, finde ich eigentlich gut, dass ich das gekauft habe. Ich habe noch ein Täschchen. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich sowas eingepackt habe. Ein Hitbag hat man das früher genannt, ne? Wie nennt man die denn heute? Diese Bauchtasche, ne? Bauchtasche. Früher dieses Hitbag. Eulentasche. Was? Eulentasche. Was? Eulentasche. Eulentasche? Was ist denn eine Eulentasche? Eutertasche. Eugen. Eugen. Ach, der Eugen. Hat der sowas? Ja, ich habe mir ein Hitbag gekauft. Hitbag mit vielen Taschen. Könnte ich für die Kur nehmen, aber da habe ich mir eine andere Tasche gekauft. Bin ja, wie gesagt, ich kenne mich ja jetzt aus, ne? Kann man als Crossover-Tasche tragen, kann man als Hüfttasche tragen, ist ja wieder voll modern. Oder ich bin schon wieder voll am Trend vorbeigerutscht und es ist schon wieder vorbei. Ich habe gerade keine Ahnung, was im Trend ist. Ja. Ich finde die cool. Die ist schwarz-kord. Kommt jetzt vielleicht nicht so ganz. Jetzt kommt sie rüber. Genau. Hat mehrere Reißverschlüsse. Also Platz hat die. Und das finde ich auch cool. Ne? Hier hat sie auch sehr schön. So. Die Schnalle ist schön breit. Und vor allem ist das nicht hier komplett aus Plastik, sondern das ist auch so, ja, ich würde sagen, Baumwollgemisch, ne? Gucken, ob das auch nochmal was heller wird hier. Nee. Ja, ich finde sie cool, aber wie gesagt, ich weiß es gerade tatsächlich nicht, wo ich mein Hüftgold noch zum... Ich werde es, wenn dann, als Crossover tragen. Das kann man machen. So. Das ist nicht richtig eine Tasche. Auch keine Tasche. Pause. Was? Pause. Pause. Mach du deine Pause. So, jetzt kommt meine Tasche, die ich nutzen werde. 3 Wochen nonstop in der Kur und auch vielleicht noch Monate danach, weil ich mich so dran gewöhnt habe. Das Leben in der Kur findet im Rucksack statt. Ich kann wirklich empfehlen, wenn ihr in Kur fahrt, nehmt euch einen Rucksack mit. Ihr werdet Trinkflasche mitschleppen. Ihr werdet eventuell Hallenschuhe mitschleppen. Ihr werdet euren Kurs- und Terminplan mitschleppen. Ihr werdet Pflastertaschen rumschleppen. Ihr werdet Regenschirmtüten rumschleppen. Ihr werdet Regenschirme rumschleppen. Ihr werdet alles in diesem Rucksack rumschleppen, was ihr den Tag über so braucht. Und dafür habe ich mir einen neuen Rucksack gekauft. Ist nicht so, als hätte ich die 2 Rucksäcke, die ich die letzten Kuren genutzt habe, nicht mehr. Die sind auch noch heile. Auch meine Kinder sind in Rucksack gebettet dann in den Wochen. Aber ich habe einen neuen geholt. In schwarz-braun. Und hat hier hinten auch so ein Anti-Diebstahl-Fach. Das ist am Rücken. Da kommen, würde ich sagen, seltenst ein Dieb dran. Aber auch mein Portemonnaie passt da gar nicht rein. Aber dazu habe ich auch eine Lösung. Dann haben wir hier vorne eine kleine Tasche. Da passt vielleicht der Minischirm rein, aber nicht mehr, wenn man den nicht mehr zukriegt. Und ihr habt hier eine große Tasche. Und da habt ihr selbst nochmal ein Fach, wo ihr vielleicht auch einen Kursplan reinstecken könnt. Und dann halt das große Fach, wo locker eure Hallenschuhe, die ihr dann... Dafür habe ich die ganzen Taschen gekauft. Eure Hallenschuhe, die ihr in so einem Beutelchen da reinmacht, damit auch nichts schmutzig wird. Und eure Trinkflasche. Genau, prima. Und dann habt ihr euren Rucksack tragebereit. Mega. Hör mal, ich und meine Taschen hier. Geil. Jetzt kommt aber eine Tasche, die für den Mann gedacht ist. Habe ich mir gedacht. Könnte ihm vielleicht gefallen. Ist nicht so, als hätte er keine Rucksäcke. Ich glaube, aktuell nutzt er sowieso einen. Und er hat noch einen als Vorrat
Hier, weil er sich den bei Temu gekauft hat, weil hat ihm gefallen, hat er mitgenommen. Und zwar geht es um diesen Rucksack. Der ist auch cool und der bietet bestimmt auch richtig viel Stauraum. Hallo, was ist denn das? Hä? Den kannst du von unten befüllen. Hä? Das ist eine separate Tasche. Für Schuhe muss ich den in einem Stoffbeutel hier lassen. Es ist schon spät, Leute, es ist schon spät. Okay, also eine Tasche von unten, die ihr von unten befüllen könnt. Tatsächlich vielleicht für Schuhe oder so, ne? Wer weiß, weil er nach der Arbeit noch so sportlich betätigen möchte. Ja, vorher geht die Welt unter. Also, ihr habt hier eine Tasche. Da könnt ihr zum Beispiel euren Laptop reintun, euer Tablet. Ist sehr tief, auf jeden Fall. Und hier habe ich eine Tasche übersehen. Dann habt ihr hier vorne eine Tasche. Portemonnaie, Schlüssel, was Kleines. Dann habt ihr hier hinten noch zwei Reißverschlüsse. Oder komme ich dann zu der Innentasche? Nee. Tatsächlich, hier ist die Innentasche für das, was da drunter von außen, von unten zu benehmen ist. Also hier sind noch Innentaschen drin, abgetrennte Abteile. Dann haben wir ja noch einen Reißverschluss, aber da verläuft man sich ja. Wofür braucht ein Mann so eine große Tasche? Dann habt ihr hier noch was, wo ihr eventuell, oh, diese war schön rückengepolstert, eventuell ein Netbook, Chromebook, Laptop reinpacken kann. Die hat ein schönes Rückenpolster, also das gefällt mir. Und dann habt ihr hier noch ein Brustgurt oder Bauchgurt, damit euch der Rucksack nicht von den Schultern rutscht. Ich finde den schön. Farbe finde ich auch richtig klasse. Grau-schwarz. Ich finde den cool. Ich finde es auch lustig, dass du hier deine Schuhe reinpacken kannst. Oder du kannst deine Frau oder deinen Mann ärgern. Ist gar nicht versteckt. Und der oder die. Die kommen da nicht dran. Naja, wie auch immer. So. Soll ich was sagen? Das war die letzte Tasche für den Urlaub. So, ein bisschen für den Urlaub, für die Kur habe ich hier noch. Und zwar habe ich hier Sitzorganizer fürs Auto bestellt. Für hinten bei den Kindern, dass sie quasi am Vordersitz festgemacht werden. Und die sich da ihre... Boah. Trinkflaschen, Handys, Switch, Taschentücher, was auch immer, griffbereit in die Sitze packen können und vor allem mit ihren Schuhen, aber die können sie ausziehen bei der Langfahrt, nicht versauen. Ist auch was für nicht in den Urlaub zu fahren, ne? Also, guck mal, hier kannst du sogar ein Tablet reintun. Kannst du hier auch. Es sind nämlich zwei verschiedene. Aber die sehen eigentlich... Moment. Ach, sieht gleich aus, ne? Genau. Kommen vorne an den Sitz dran, werden mit Gurten befestigt. Können wieder Trinkflaschen rein, Spielzeug, Mahlzeug, Bücher, Switch, Tablet, Handy. Was ihr den Kindern auch so für die Reise zur Bespaßung nach hinten gebt. Ja, ne? Kotzbeutel. Wer es nicht verträgt, während der Autofahrt irgendwas zu lesen oder sich anzugucken, so wie ich, der lege bitte Kotzbeutel bereit. Auch die gibt es bei Temu. Echt, ohne Witz. Ich brauche welche. Also, ja, ich persönlich mag das nicht während der Autofahrt und einer meiner Söhne mag das auch nicht. So. Keine richtige Tasche, aber ist schon für Travel gedacht. Und zwar ist das so ein kleiner... So eine kleine Traveler-Schmuckschatulle. Ist das nicht süß? Ja, da könnt ihr eure Ringe, Ohrringe, Halsketten, was ihr möchtet, könnt ihr hier quasi für unterwegs einpacken und dann praktisch in eine der 2000 Kulturtaschen packen. Davon haben wir ja jetzt genug. Und dann könnt ihr jeden Tag euren Schmuck ein bisschen durchwechseln. Richtig.
Finde ich nicht schlecht, auch zur Aufbewahrung im Hotelzimmer, im Campingwagen, im Wohnmobil, im Wohnwagen, wo ihr möchtet. Oder halt im Kurzimmer. Ich werde nicht viel Schmuck nehmen, das meiste habe ich ja meistens an, also meine Eheringe und Verlobungsring. Ohrringe, da bin ich ja immer flexibel. Kette habe ich eigentlich auch immer an. Ja, whatever. So, dann habe ich mich mal getraut, ein neues Portemonnaie zu kaufen. Ich habe meins schon was länger und selbst das war gebraucht, aber ich finde es so schön und es ist von, darf ich glaube ich gar nicht sagen, es ist auch noch heile, aber ich habe mir überlegt, vielleicht doch mal was Neues und dann habe ich dieses hier gesehen und da hat mich die Farbe so angelacht. Das ist, was ist das für eine Farbe? Ist das schon blau? Kann man sagen türkis? Ist das bedroht? Passt zu meiner Wand da hinten. Das Einzige, was mich wirklich stört, wo ich jetzt aber gedacht, da guckst du jetzt drüber weg, ja, sind diese goldenen Dinger. Stört mich. Ich mag kein Gold, wirklich nicht. Ich habe ja alles in Silber. Aber die hat auch richtig viel Stauraum. Ne? Also hier ist Scheinfach, dann habt ihr hier auch noch ein Scheinversteckfach. Es ist ja kein Versteck, wenn man von außen sieht, dass da ein Reißverschluss ist. Ja? Geschweige denn, ist hier ein Loch drin. Ne? Also da könnt ihr kein Kleingeld drin verstecken. Egal. Ja, ihr habt ein großes Scheinfach. Dann habt ihr hier diverses an. Ich tue meistens in so ein Fach Bonuskarten rein oder Visitenkarten von den gängigsten Ärzten. Dann ist mir immer wichtig, dass ich viele Steckfächer habe für Karten, weil ich habe alleine an versicherten Kärtchen habe ich 4 Karten. Ja, und wenn die Kinder dann jetzt noch ihre Ausweise haben, die ich natürlich auch mit in die Kur nehme, weil wir sind an der Grenze zu Tschechien, da möchte ich natürlich mal rüberreisen. Wir sind in der Nähe von Österreich, auch da möchte ich mal rüberreisen während der Kur. Dafür brauche ich die Ausweise. Und dann habe ich die dabei. Oder ich nehme das Traveler-Täschchen. Ich habe hier genug Taschen, also irgendwo werden die Ausweise Platz finden. Ja, und was mir immer wichtig ist, dass ich ein Kleingeldfach habe, wo ich auch wirklich gut ans Kleingeld drankommen. Ne? Ich sehe das ja bei meinen Kunden, die Kleingeldfächer nicht aufkriegen und dann wirklich da mit dem kleinen Finger am Rumgrapschen sind, um das Kleingeld da rauszukriegen. Finde ich grässlich. Mag ich absolut nicht und auch meine Kunden beschweren sich da jedes Mal. Kann ich verstehen. So, ne? Und damit wir eventuell nur mit dem Portemonnaie verreisen können, wer braucht die ganzen Taschen schon, haben wir hier so Dinge dran. Kann man das schön so, ne? La 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 la. Lieber Dieb, hier sind meine 1 Million Euro drin. Bitte nehme es mir ab. Na, ich wollte es mal ausprobieren, das Portemonnaie. Vielleicht gefällt es mir, vielleicht komme ich damit zurecht, vielleicht komme ich damit nicht zurecht. Ich probiere es aus. Ich gebe dem Ganzen eine Chance, obwohl es golden ist. Machen wir, ne? Wollen wir mal nett sein. So. Das ist jetzt aber mal. Nichts mit, es ist eine Tasche, ja, aber die ist für zu Hause oder die sind für zu Hause. Und zwar sind das Kleiderbeutel. Schicke Anzüge, also Hochzeitsanzug vom Mann. Passt der dir noch? Der hat gepasst, ne? Ja, egal. Mein Hochzeitskleid, mein schickes Kleid und jetzt auch der Kommunionsanzug. Das Kommunionskleid habe ich verkauft. Das braucht man nicht mehr. Der Kommunionsanzug von Niklas, der muss ja noch ein paar Jahre durchhalten, weil der Luca soll den ja haben. Deswegen braucht er noch so einen Kleiderbeutel, damit es nicht so ganz einstaubt. Und ja, habe ich jetzt im 5er-Pack bei Temu gekauft. Das ist einfach ne, ein Staubschutz. Mehr muss der nicht bringen. Ja, ne, Kleiderbeutel kennt ihr bestimmt alle. Reißverschluss, Kleiderbügel kommt hier oben durch und dann geht das Kleidungsstück mit Bügel da rein. Dann könnt ihr es zumachen und aufhängen. Finde ich gut. Und ich glaube, ein Anzug vom Mann ist auch noch nicht in dem Beutel drin. Der darf dann auch da reinwandern. Genau. So, Kleiderbeutel, check. Kann man immer mal gebrauchen, ne? Habt ihr die auch gesehen. So. Jetzt kommt aber wirklich die letzte Tasche. Und die habe ich mir für die Arbeit gekauft. Das ist eine Elektrikertasche. Nein, ich bin kein Elektriker. Mein Papa ist Elektriker. Ich bin kein Elektriker. Aber ich bin so eine, ich bin eine Mitarbeiterin, die im Einzelhandel durch die Gegend läuft und hat Telefon dabei, hat das Handy dabei, falls mit den Kindern was ist, Stifte, Prospekte. Dann habe ich so ein
Ladengerät, ne, damit ich Etiketten schreiben kann oder Reduzierungen machen kann oder sowas. Und das, ne, das hängt schon in der Tasche und die beult auch ziemlich auf. Und meine Handschuhe habe ich auch noch irgendwo. Habe ich Stifte schon erwähnt und Edding? Naja, auf jeden Fall habe ich mir eine Elektrikertasche besorgt. Habe ich meiner Chefin schon erzählt, morgen früh zeige ich sie ihr. Viele Taschen, habe ich gesagt. Schöne viele Taschen. Dachte sie, ja, da müsst ihr auch ziemlich schnell ziemlich viel Scheiß drin haben. Ich werde natürlich bemüht sein, diese Tasche nicht voll zu müllen. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stecker für Stifte. Alle können hier rein, ne? Wenn jemand keinen Stift hat. Ich habe ihn. Der Marktleiter hat Platz, mein Handy hat Platz, die Prospekte haben Platz, meine Handschuhe haben Platz. Ich werde die Tasche morgen testen und freue mich sehr darauf, auf diese große Tasche. Mal gucken, ob sie nützlich oder störend ist. Ab auf den Taschenberg. Letzte Teil, keine Tasche, ich verspreche. Aber hiermit könnte man eine Tasche verschönern. Oder den Schlüsselbund, weil dafür ist es gedacht. Fand ich schön. Habe ich mitgenommen. Ein Schlüsselanhänger. Der ist, ich würde sagen, das ist Makramee geflochten, ne? Ich fand den schön. Auch hier hat mich wieder gestört, das Goldene. Aber ich denke mal, das Gold ist ganz schnell weg, weil es wird ja wahrscheinlich kein richtiges Gold sein. Die Schnur ist in Grau. Und ich zeige es euch nochmal vom Nahen. So sieht es da aus und auf der anderen Seite sieht es ein bisschen anders aus. Ich fand es schön, deswegen habe ich es mitgenommen. Schlüsselanhänger. Warum nicht? Genau. So, ihr habt jetzt meine ganzen Taschen gesehen. Wenn ihr auch Temu mal ausprobieren möchtet, dann nutzt doch meinen Code. Der war die ganze Zeit hier eingeblendet und aktuell auch hier und bekommt von mir und Temu ein 100€ Gutscheinpaket. Ja, den Code müsst ihr einfach in der Produktsuchleiste eingeben und dann kommt ihr zu dem Code bzw. er wird euch freigeschaltet und dann könnt ihr nach Lust und Laune einkaufen. Aktuell gibt es bis zu 90% Rabatt bei Temu, also seid schnell und probiert's aus. Versand ist kostenlos, genauso wie der Rückversand. Der Support ist ganz nett. Wenn ihr ein Problem habt, schreibt ihn an. Wenn ihr eine Retoure schicken möchtet, überhaupt kein Problem, geht in meine Bestellung. Und dann könnt ihr das Produkt auswählen und sagen, retournieren. Auch das ist komplikationslos. Probiert es einfach mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen in der Welt von Temu. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Monat, einen schönen Tag. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.